Made in Brazil und die Evil Geniuses hier in der nordamerikanischen Gruppe der ESL Pro League Season 11. Und was sehen wir natürlich? Direkt mal sehr viel Fokus um den A-Spot herum. Oh, da gab es eine gute Flash. Aber Takot ja riesen Probleme. Bekommt den Kill dann doch noch. KNG tappt da noch Ethan weg. Aber der hat vorher schon Fur bekommen. Das heißt, an der A-Rampe der Vorteil für Made in Brazil, der immer noch mit 3 Leuten stehen. Auch kein Aufbau in Richtung B von den Evil Geniuses. Das heißt, das nächste Duell an A wird schon ein entscheidendes. Aber eigentlich kann Tarik da nur schwer vorkommen. Und KNG schnappt sich den nächsten Fall und kommt noch rum mit der P2000. Der Shot auf Stanislaw. Und jetzt Breeze hier 1 gegen 4, wortwörtlich, denn alle 4 Spieler von Made in Brazil waren damit an der Rampe und so das 1:0 für die Brasilianer. So, entschuldigt, die Maus mache ich natürlich auch weg. Und, ja, die Evil Geniuses ohne Bombenplant scheinen hier auf eine Full-Eco zu gehen. Vielleicht kaufen sie auch sehr spät. Ich muss mir meinen Monitor hier mal richtig hindrehen. Auch keine Flash, gar nichts. Okay. Gut, also gut, gerade Ethan, der Einzige, der einen Kill gemacht hat, der hätte sich eigentlich eine Flash oder sowas leisten können. Jetzt haben sie einen in der Mitte abgestellt. Gehen mit zwei, also es ist wirklich ein verteilter Aufbau in der Eco-Runde. Da hätte ich lieber was Kompaktes gesehen, hier auf die Distanz mit den Glocks zu fighten. Das wird wahrscheinlich gar nichts bringen, sondern was, ja, sehr schöner Blick von hier oben. Wunderbarer Schuss von Fallen. So, dann haben sie getowert. Fer hat das mitbekommen. Möchte den Gegner da nicht weggehen lassen. Taco pusht jetzt die Rampe sogar, glaube ich, ein bisschen runter. Und KNG, der ein ultra stabiler Spieler ist, um ehrlich zu sein. Der macht da noch 2 Frags in der Mitte. Also dieser verteilte Eco-Aufbau von den Evil Geniuses ist ganz ehrlich, den verstehe ich nicht so ganz. Der einzige Grund, meiner Meinung nach, warum man sowas macht, ist, um zu schauen, wie stand Made in Brazil jetzt in der Anti-Eco, ne? Doppelmitte. Doppel-A, dann ist es wahrscheinlich nur einer B, ne, und auch hier, okay, da checkt man nochmal, wie weit man rausgehen kann. Ich weiß nicht genau, was sie da bei dem Observing gerade vorhaben. Erste Buy-Round für die Evil Geniuses, sehr schnelle Flashes Richtung B und die kommen gut. Meiern musste sich ja schon zurückziehen, hat, glaube ich, eine Gegenflash geworfen, die sah jetzt nicht so schön aus, die ist sehr weit nach hinten geflogen und jetzt nur mit den Info-Jumps hier, ob da jemand die Treppe hochgeht. Und da hat er seinen Contact. Müsste jetzt also schauen, ob er mit der Smoke schon mal arbeitet. Aber so früh will er seine Smoke nicht raushauen. Er hat inzwischen auch schon Support von Fair bekommen. Also 2 MP9s jetzt am B-Spot. Taco währenddessen sehr aggressiv an der A-Rampe. Zerg bekommt aber in der Mitte den Frag gegen Fallen. Und da gehen sie sogar zu zweit vor. CT Elevator abgesmoked. Fair arbeitet sich jetzt hier in Richtung CD-Base nochmal rein. Muss jetzt hier ein Stück zurück. Das heißt, der B-Block muss kommen. Sehr guter Molotov. Gehen sie aber einfach durch. Er macht da viel Schaden. Teamkill von Zerg und er verbrennt noch durch den Molotov. Das heißt eigentlich eine Vorteilssituation jetzt für Made in Brazil. Entschuldigt. Da muss ich mich kurz ein bisschen sammeln. Durch die Smoke, aber der Frag von Ethan, der war wichtig. KNG steht jetzt noch mit am Spot und von A müsste man noch rotieren. Aber ich glaube sogar, dass Taco auf dem unteren Plateau unterwegs ist. Breeze zielt da schon nach hinten. Der hat die Bombe auf dem Rücken und Taco ist sich noch nicht sicher, ob man da vielleicht spät umstellt. Genau in dem Moment, als Ethan dann Richtung CD Base reinzielt, geht KNG zurück und das ist ein schlauer Move. Er hat noch eine Flash, tatsächlich hat er keine, Taco hat noch eine Flash, aber hier könnten sie sich sammeln. Das heißt, die Treppe hochgehen, einen Refrag machen, wenn Taco da reingeht, aber erstmal der Bombenplant. Und jetzt, weil die Evil Geniuses gemerkt haben, dass da an der CD Base an den Generatoren keiner mehr steht, legen sie die Bombe auf für die Position. Wichtiger Frag hier von Breeze. KNG down und damit fällt die M4 und Breeze auch mit dem nächsten dickes Ding. Die erste Runde, die erste Buy-Round, die geht an die Evil Geniuses mit einem sehr, sehr schnellen B-Take, mit den Flashes aus dem T-Spawn. Aber das Duell an der A-Rampe wieder verloren. Hier nochmal die Aktion. Ja, am B-Connector. Nicht gut gelaufen, auch wenn Zerg da seinen Kill macht. Der Teamkill, der gehörte dann auch noch dazu, ja, und das hat Breeze dann eben gesehen und, ja, die SG, die soll ja endlich mal genervt werden, wenn es nach den meisten oder allen Pros geht. Hier ist das allerdings noch nicht passiert, oder generell ist das noch nicht passiert. So, KNG schon an der AWP. Boah, was kriegt der bitte für ein Brett von Zerg? Fur bekommt aber den Refrag, geht dann aber ebenfalls down, das heißt ein 2-for-1 für
die Evil Geniuses zur Mitte hin. Da zieht man sich jetzt aber auch direkt zurück. Wichtiger Peak hier von Taco, verliert allerdings auch viel AP. Und Stanislaw hört sogar, dass der gerade Richtung Holzwand weggelaufen. Und seht euch an, wie er sich sicher ist, dass da keiner mehr auf dem A-Spot ist. Sehr klug gespielt von Stanislaw, dass er das erkannt hat. Sofort auch der Molotov in Richtung Nest. CT Elevator abgesmoked. Damit sorgt er für sehr viel Raum, sehr viel Zeit vor allem, um die Bombe zu legen. Zweiter Molotov noch hinterher. Und eine Flash rein, die Fallen ebenfalls noch abbekommt. Das heißt, Fallen und Mayan hier im Retake ohne Diffuse-Kit. Ganz ehrlich, da werden sich die beiden wahrscheinlich zurückziehen müssen. Und diese beiden Waffen saven meiner Meinung nach, so wie Vertigo aktuell aufgebaut ist, eher eine T-Map. Die Verteidigung am A-Spot kann sehr tricky sein. Hier sehen wir zumindest ein Game, das sich nicht von Anfang an über den A-Spot definiert, sondern ja, sehr viel um die Mitte, sehr viel Richtung B in diesen ersten vier Runden gespielt wurde. Man merkt auch, dass Made in Brazil weiß, dass sie das Ganze hier vorne an der Rampe an A meistens verteidigen müssen. Aber hier Taco ganz alleine am A-Spot, das hat nicht funktioniert, weil Stanislaw drauf vorbereitet war. Und der bekommt jetzt, glaube ich, auch noch eine oder hat eine gelegt, kauft dann noch eine SG nach. Keine AWP bei den Evil Geniuses aktuell, auch wenn Zerg sehr, sehr stark an der AWP ist und es mit Sicherheit mit KNG und Fallen aufnehmen kann, ist es für sie anscheinend wichtiger, eine etwas den fünften Spieler etwas variabler einzusetzen. So, hier schon mal die Fake-Granaten Richtung B. Die haben nicht direkt den Raum hier eingenommen. KNG, oh, Fallen mit einem Doppelkill gegen die Mitte, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist nicht gut gelaufen für die Evil Geniuses. Waren wir leider nicht drauf. Kriegen wir vielleicht im Replay. Trotzdem hat sich Stanislaw gerade in die Mitte gearbeitet. Die Bombe liegt noch unten vor der A-Rampe. Und Evan schon hier oben. Und da gehen gerade drei Leute an A vor. Hat Evan hier das Timing, um Fallen rauszunehmen. Da hat er Fallen gerade gespottet. Evan jetzt also bekannt. Ist vielleicht doch besser, wenn Evan sich jetzt zurückzieht und versucht, die Bombe Richtung B mitzunehmen. Aber seine Mates kommen schon in Richtung CT-Elevator, mit sogar CD-Base abgesmuckt. Ich glaube, das haben sie nicht mehr mitbekommen bei Made in Brazil. Jetzt wird an B noch ein bisschen Druck aufgebaut. Und Ethan hier vorne bekommt nicht einen einzigen. Durch die USP von Fair geht er dann down. Stanislaw jetzt im CT-Elevator drin. Fängt erstmal Fallen ab. Jetzt ziehen sich die Spieler da zurück. Taco hat die AK übernommen. Der Retake kommt nicht. Doppelkill für Stanislaw. Damit ist der Spot auch frei. Und die Bombe brauchen sie nicht mal. Denn auch die B-Rotation wird von Breeze noch abgefangen. Die dritte Runde für die Evil Geniuses. Dank eines starken Mitte-Plays von Stanislaw und Breeze. Und Made in Brazil, die Runde so gut begonnen hat mit dem Doppelkill durch Fallen, den wir vielleicht noch nachgelegt bekommen. Ich weiß es nicht genau. Eventuell auch nicht. Na gut. Das war viel entscheidender, diese drei Frags, die Stanislaw da gemacht hat. Jetzt die nächste Buyround. Keine AWP bei Made in Brazil. Werfen schon mal die tiefe A-Rampe-Smoke und auch sofort ein Spieler vor, der Molotov hinter die Smoke. Also alles, was man eben alles machen muss, um sich zurückzuziehen. Fallen hier durch die Smoke zwar gut drauf gewesen, aber da ist anscheinend noch die Kiste im Weg gewesen. So, vor oder in der Mitte oben zielt dann Tarek ab, ob da jemand durchpusht. Ich glaube, Richtung B haben sie jetzt nur durch Breeze ein bisschen den Blick hin, aber der war auch am Anfang mit Richtung A. Also ein schnelles, aggressives B-Play von Made in Brazil hätte tatsächlich funktionieren können. Aber die Evil Geniuses denken trotzdem dran. So, Fallen. Nochmal ein Bang-Versuch und hier verliert er ein paar HP durch den Molotov. Hat vorher schon einen Hit abbekommen. Sehr defensiv. Das Spiel von Made in Brazil wird immer defensiver. Jetzt kriegen sie hier nochmal den Flash-Move für Taco. Aber Ethan war nicht blind. Jetzt sogar den Frag gegen den Seitengangspieler bekommen. Ethan bekommt noch einen zweiten durchs Holz, so wie es aussieht. Den dritten macht er nicht. KNG ist jetzt bekannt. Aber die Farmer ist nicht stark genug, dass er gegen Zerg besteht. Dass Tarek da noch durchläuft, ist im Endeffekt der Versuch, die Runde direkt klar zu machen. Aber die Bombe ist sauber gelegt. Und Made in Brazil muss schon wieder drüber nachdenken, die Waffen zu saven. Ah, das haben sie eigentlich schön gedacht bei Made in Brazil. Re-Aggression Flash. Was gefehlt hat, war der Spieler, der an der Rampe rumzieht. Aber ich glaube, dafür war die Flash gar nicht gedacht. Das war wirklich nur der Moment, in dem Taco im Gerüst reinpieken sollte. Und da waren die Evil Geniuses jetzt drauf vorbereitet. Sehr schöne Adaption von Ethan, der da
ja, mit der Flash gerechnet hat oder sich zumindest so aufgestellt hat, dass die Flash ihn nicht mehr trifft, war sehr nah an den Sandsäcken am Gerüst dran. Und da der Bombenradius auf Vertigo sehr klein sein muss, weil die Map insgesamt sehr klein ist, ist das mit den Exit Frags meistens auch keine leichte Sache, gerade wenn die Bombe auf dem A-Spot gelegt wurde. Aber hier wollte Made in Brazil wahrscheinlich nicht mal in Richtung der Exit Frags gehen. Ne? Und hier, Flash geht auf. Ethan überhaupt nicht blind gewesen. Und dann noch mit dem Bang der Frag gegen Fallen. Schön durch die Holzwand geschossen, auf diesen Schlitz dazwischen Kiste und Betonecke. So, das 4:2 und Made in Brazil in der nächsten Teil-Eco mit den zwei gesaveten M4s wird man jetzt natürlich versuchen, Eröffnungen in dieser Runde zu finden. Und genau jetzt streuen die Evil Geniuses wieder ein B-Play ein. Guter Damage schon mal gegen Ethan. Der will hier weiter fighten. Breeze schnappt sich währenddessen im Frag in der Mitte. Das war eine andere M4, die ja down geht. Wenn sie jetzt noch den Spieler auf den B-Spot holen, währenddessen die Mitte aber eingenommen. Die M4 wieder zurückgeholt durch Fallen, aber der hat keinen Kevlar. Mayan muss jetzt hier was machen, aber es kommt der B-Execute. Sogar ein Molotov ins Window oben rein. B-Entry-Position abgesmockt und Mayan geht da einfach durch. Sehr riskantes Spiel, bekommt nur einen Frag dafür. Überzahlsituation, aber KNG steht in der Smoke. Zerg bleibt hier unten, könnte den Move von KNG eventuell abfangen. Jetzt hat er den Spieler von hinten geholt. KNG immer noch in der Smoke drin. Holt den Spieler hinten, aber wird dann ebenfalls von Zerg genascht. Und jetzt ist Fallen alleine im 1 gegen 3. Keine schlechten Aktionen von Made in Brazil. Aber sie können nicht an den beiden M4s festhalten. Und am Ende des Tages sind es dann 2 Kills, die man in so einer Eco dann auch gerne mitnimmt. Bisschen mehr wäre vielleicht drin gewesen, gerade durch das Play von KNG. So, Made in Brazil. Dürfte jetzt also wieder kaufen können. Ne? Und da, Steps gehört, umgedreht. Spieler unten gesehen und schneller konnte Zerg dann wahrscheinlich auch nicht reagieren. Jetzt wieder die AWP bei KNG und ich glaube, die müssen sie jetzt eigentlich Richtung A einsetzen. Hier ein schneller Molotov, damit der Mitte-Push abgeblockt wird. KNG möchte auch ins Duell, aber hier hat Zerg gerade den Blick hin und KNG weiß, dass das kein einfaches Unterfangen ist, da rein zu pieken. Ja, und Zerg schießt ihn nur an auf 22 HP. KNG hat Glück. Währenddessen bekommt Breeze an B noch einen Kill. Da haben sie sich nämlich auch vorgearbeitet. Und er bekommt noch einen zweiten. Und das ist wieder eine Buy-Round für Made in Brazil. Der holt sich Breeze noch den dritten. Schöner Hattrick hier von ihm. Sofort eine Flash aufgestellt. Taco komplett vorbeigeschossen. Und KNG zack, zack, im 1 gegen 5. Und der weiß nicht mal genau, wo die Bombe gerade hingeht. Die ist unterwegs in Richtung A. Der Spot, meine ich, auch schon komplett eingenommen. Da ist gerade Ethan komplett durchgelaufen. Der B-Backstep kommt über die Mitte. Läuft, glaube ich, auch einer vor. Noch nicht. Zumindest steht Tarik in der Mitte. Und KNG, der wird wahrscheinlich einfach gucken, ob er die Ecke hier irgendwie ausspielen kann. Er hat keinen Raum zum Saven gerade, ganz ehrlich. Also, das ist super wenig Platz, den er hat. Und da wird er von Tarik jetzt abgefangen. Gar kein Problem für ihn. Mal gucken, ob sie die AWP mitnehmen. Die lassen sie einfach liegen. Der nimmt nur die Utility mit. 6:2 und jetzt das erste taktische Timeout von Made in Brazil. Die an allen Ecken und Enden gerade Probleme haben. Breeze auf der anderen Seite sehr, sehr stark. Und da kommt natürlich auch die typische dramatische Musik für dieses erste Timeout. Made in Brazil. Was könnten sie tun? Die AWP an der A-Rampe fand ich schon ein geiles Mittel, aber ihre Smoke liegt anscheinend ein bisschen zu tief. EG have secured a tournament high 82% of rounds when finding the first frag on the CT side. Also 82% der Runden für die Evil Geniuses auf der CT-Seite, wenn sie den ersten Frag bekommen. Und das Tournament High. Und die sind ja gerade auf der T-Seite und haben da schon 6 Runden geholt. Jetzt die Deagle Echo von Made in Brazil. Man könnte vielleicht auch mal ein ganz aggressives B-Spiel bringen. Hier erstmal eine tiefe Mitte-Smog. Stanislaw mollet jetzt auch oben ab. Möchte nicht, dass jemand hier in den Leiterraum reinläuft. Denn ich denke, eine sehr gute Entscheidung von den Evil Geniuses, mit dieser tiefen Mitte-Smog so gegenzuarbeiten. Und jetzt erstmal abzuwarten, ob da wirklich was passiert. So, in der Smog dann geht Taco down. Ich weiß nicht, ob er sich da irgendwie verraten hat. Auf jeden Fall hatte Evan da die richtige Idee. Die Mitte wird jetzt wieder komplett aufgegeben von Made in Brazil. Und nicht nur die. Da läuft man auch vom B-Spot weg. Man will das jetzt komplett an A stacken. Geht hier komplettes Risiko.
bei Made in Brazil und man entscheidet sich hier auch für den richtigen Spot. Das könnte funktionieren. Das Problem ist, dass der A-Execute halt einfach unglaublich stark ist. Es sind immer noch Flashes dabei und hier wird gerade ein Triple Tower aufgebaut. Meier nach oben, sieht einen Spieler vorbeilaufen. Er weiß jetzt zumindest vom Timing der Evil Geniuses, hofft, dass da vielleicht noch einer zurückläuft. Zerg mit dem AWP-Kill und da ist einer runter. Breeze drückt hier schon wieder durch. Ja, das ist bitter für Meier. Der musste nach rechts ziehen und ist dadurch vom Turm runtergerutscht. Das ist bei diesem Triple Tower natürlich immer ein Problem. Am Ende war es nur ein Hit und gar kein Kill in dieser Eco-Runde für Made in Brazil. Die Evil Geniuses laufen an sich auf den falschen Spot, was sie nicht wissen konnten, und gewinnen die Runde dann trotzdem ohne Probleme. So, Tarik hier. Schon mal eine Mitte-Flash geworfen, die kam nicht ganz so schick. KNG jetzt mal einen First-Track bekommen. Schneller Mitte-Push, noch eine Flash hinterher, aber jetzt scheinen die Evil Geniuses das erstmal abzubrechen. Dazu noch ein Molotov, aber wieder ein super Flash-Support. Fast auch der Frag gegen Fair. Die HE kommt zu spät. Und Fair wechselt die Position in Richtung CD-Base. Wird der A-Spot da gerade komplett offen gelassen? Es sieht so aus, an B. Ne, an A sogar einer durchgepusht, das nehme ich zurück. Meier bekommt noch einen Frag unten. Taco kommt jetzt gleich von hinten, Fallen bekommt dann mit der gepickten AWP dann noch einen Kill. Und Tacos Backstep geht dann auch noch auf. Und das ist dann zu viel für Stanislaw. Die dritte Runde für Made in Brazil, weil sie sehr aggressiv gegen die A-Rampe gespielt haben. Und vor allem KNG, der sehr viel Zeit mit diesem ersten Schuss in der Mitte rausholt, sodass der eigentliche Plan der Evil Geniuses etwas delayed wurde. So, und ihr habt es gerade angesprochen. Der Sound Delay. Ich habe da eine kleine Lösung. Und zwar muss ich da immer einmal den Stream hier neu laden. Und dann sollte das ein bisschen besser sein. Also einfach immer wieder mal meckern. Und dann kann ich das machen. KNG, das nächste Opening. Aber auch hier nicht mehr als einer drin. Gute Gegengranaten von Made in Brazil. Und dann direkt auch ein Follow-Up-Kill dadurch für Taco. Aber Breeze hat noch einen bekommen. Jetzt auch Zerg. 3-2. Die Überzahlsituation. Oh, da hat Zerg halt wunderbar reagiert. Geht nicht irgendwie in den Risiko-Jump. Fallen weiß gar nicht, wo er hin soll, weil auch an B ein Spieler gefallen ist. Und zack, anstatt eine Folgerunde für Made in Brazil, verlieren sie die Runde und machen 2 Kills, die das Geld von den Evil Geniuses kaum jucken. Typisch T-lastiges Vertigo bis hierhin. Meiner Meinung nach. Oh, da ist auch direkt schon eine AWP geshoppt worden. Anscheinend möchte Made in Brazil nochmal kaufen und auch eine super starke Runde von Zerg hier, der direkt nach dem Schuss auch auf die Sandbags hochgeht. So, und Qualität checken nicht vergessen. Sehr guter Punkt hier. Guck mal, direkt 360p. Es tut mir leid, Leute. Nein, nicht der Circle Boy. Okay. Jetzt haben wir es. Und das auch in schicker Qualität. So, den die Mitte-Kills von EG habt ihr dann mitbekommen. Mitte wird auch eingenommen, ansonsten zielt man unten die A-Aggression ab. Sehr schöner Tower hier, da hat man auch einen guten Blick in die Mitte. Aber ich denke, das Timing hat man verpasst. Jetzt bekommt man noch einen Frag gegen den A-Spot. Und jetzt halt super schwer zu sagen, ob das ein A-Split oder ein B-Split wird. A wäre komplett frei. Und Made in Brazil, ich habe das Gefühl, sie müssen die ganze Zeit gamblen. Also entweder sie liegen mal richtig mit den Moves, die sie spielen müssen, oder eben nicht. Und CT-Seite Vertigo ist einfach widerlich, um ehrlich zu sein. Also, die ganzen Aktionen, ich habe das Gefühl, alle Aktionen, die du starten musst, sind gefühlt immer All-In-Aktionen, ne? Und wenn die nicht aufgehen, hast du ganz, ganz wenig Möglichkeiten, das Ding noch zu retten. Das ist zumindest die Meinung, die ich jetzt habe, seitdem ich jetzt Vertigo ein bisschen häufiger gesehen habe, weil es eben auch mehr Teams spielen. Und es ist und bleibt eine sehr, sehr T-lastige Map, meiner Meinung nach. So, und ich würde es nicht unterschätzen, selbst wenn Made in Brazil hier wenig CT-Runden holt, auch die werden ihre T-Seite noch bekommen. Wenn die auf 4-5 kommen, dann ist die Pistol-Round auch nicht mehr so wichtig. Support-Flash hier für Breeze. Machen sie ja vielleicht einen Doppelpeak draus. Jetzt die AWP da hinten am Delta gesehen. Ja, Fallen bekommt dann noch einen. Natürlich ist EG jetzt hier am Handen. So, Meier kann das auch nochmal verteidigen. So, und Tarik geht da nochmal ganz spät rein. Auch der wird von Meier noch geholt. Aber er geht down, er droppt die SG. Die 9. Runde bereits. Jetzt haben wir schon 12 gespielte Runden hier.
auf der ersten Map zwischen den Evil Geniuses und Made in Brazil. Und jetzt kommt die Doppel-AWP. Jetzt wird Fallen wahrscheinlich... Ja, mal gucken. Kommt wahrscheinlich auf den Spawn an. KNG, so wie es aussieht, ein bisschen weiter hinten. Wird sich aber wahrscheinlich eher das A-Duell nehmen. An Fallen hatte den B-Spawn. Und da geht KNG sogar zur Mitte. Interessant. Tiefe A-Rampe-Smoke wieder geworfen. Da muss Taco seinen Job wieder alleine machen. Und ihm bleibt da nichts anderes übrig. Fallen zählt jetzt erstmal direkt nach unten an. Das ist die Gelegenheit. Und er zoomt. Oh, er gibt direkt den Headshot. Ich dachte, er zoomt zu tief. Jetzt haben sie sich hier die Mitte wieder reingeflasht. Nochmal eine Bandenfläche. Der gute AE auf Ethan. Und mit dem Tower in der Mitte bekommen sie auch den Frag gegen Tarik. Die Anfangsaktion also super. Und vor allem die Granaten, die sie danach geworfen haben. Sexy. Hier hat Zerg nicht mit dem Winkel an der CD-Base gerechnet. KNG also mit Kill Nummer 3 für Made in Brazil. In Runde Nummer 13. Ja, und Stanislaw und Ethan stehen noch sehr verteilt. Stanislaw arbeitet sich jetzt mal Richtung A vor. Der A-Spot ist inzwischen auch verstärkt worden. Fallen steht jetzt mit dabei. Aber in dem 5 gegen 2 entscheidet sich Made in Brazil für einen defensiven A-Aufbau. Smoke Wall könnte man noch werfen bei Evil Geniuses. So. Pech für Ethan. Das wäre eigentlich eine Aktion, wo er ruhig mal einen Pick mitnehmen kann. Springt jetzt hier leise ins Window. Und das wird von Mayan aber abgezielt. Also, Mayan bleibt cool, hat vor allem das Backup durch KNG mit der AWP und Fair macht den letzten Frag in der Mitte. 9 zu 4. Jetzt noch 2 Runden zu spielen. Und da ist sie eben, diese wichtige, wichtige vierte Runde für die CT-Seite. Hier nochmal der Shot von Fallen. Hat das im richtigen Moment realisiert, ne? Und KNG ist ja auch jemand, der sehr flink ist. So, Breeze macht seinen typischen B-Part. Entschuldigt den kleinen Lag, Leute. Das kommt von meinem Ende, ist aber immer nur ganz kurz und hat eigentlich keine Auswirkung. Oh. Fallen riskiert es einfach mal. Oh, die Schüsse gehen so knapp vorbei. Und sie towern das da unten. So, Taco. Da war die Info. Schöner Jiggle von ihm. Sein Molly splittet die Gegner da jetzt, glaube ich. Aber der liegt auch sehr weit rechts. Und Fallen geht da nochmal rum. Kommt auch durch den Bang dann nochmal weg. Schöner erster Kill von Fallen. Das sind die Aktionen, mit denen man die T-Seite stören muss. Jetzt bekommt er den Molly am Seitengang ab. Das heißt, er muss die Position da halten. Bisher die AWP vom Seitengang für Made in Brazil aber sehr erfolgreich gewesen. Und was die Evil Geniuses jetzt wahrscheinlich machen werden, ist der Smoker. Und ihr seht, wie Fallen da die Big Box ausspielt an der Holzwand. Er muss dort stehen, ansonsten wird er da gebankt. Muss man sich sehr vorsichtig positionieren. Auch mit dem Cross hier mal aufpassen. Jetzt sogar noch eine Flash nach vorne. Er will sich zum Spot zurückziehen, will sich da nicht überrennen lassen. Finde ich ein bisschen schade, aber auch keine schlechte Idee, das hier zu boosten. Jetzt liegt die erste Smoke, der Smoke Ball. Die Bombe arbeitet sich jetzt am Seitengang vor. Ich denke, dass die Evil Geniuses das ein bisschen anders balancen als sonst. Die Smoke haben sie noch nutzen können. Werfen jetzt wahrscheinlich noch eine zweite hin. Und das ist jetzt der Moment, in dem man wahrscheinlich auf den Plant gehen wird. Und da dreht sich Tarik. Da macht er den DJ. Die Platte auch noch durchgelegt. Der Sprung auf die Kiste von Evelyn war dann zu viel. Aber sie versuchen in dem 3 gegen 5 natürlich irgendwie viele Frags zu bekommen. Nur ein Kill für Tarik. Und jetzt ist Zerg alleine. Sieht er den Kopf da oben? Ja, der Flick geht aber daneben. Und jetzt wird er die Position wahrscheinlich ruckzuck ändern. Bombe schon an, die Fuse den ersten geholt. Aber die ziehen da durch. Er holt noch die nächsten. KNG, aber schneller. Und die fünfte Runde für Made in Brazil. Und vielleicht wird sogar eine sechste. Bei einigen Spielern bei Evil Geniuses ist das Geld sogar für diese letzte Runde der ersten Halbzeit sehr, sehr knapp. Made in Brazil. Oh, sogar taktische Pause von EG. Wie dreist sie das gemacht haben, ne? Also, dass erst Ethan hoch auf die Kiste geht. Und danach Tarik den gleichen Move versucht, finde ich. Oder andersrum, ich weiß nicht genau, wer zuerst oben war, aber aber da sieht man mal, was man eben versuchen kann und wie stark ein Fallen darauf geachtet hat, diesen Frag dann auch noch, oder zumindest seine Teammates diesen Frag dann auch noch zu machen. Das Problem an der ganzen Aktion war, dass sie auf dem Präsentierteller da oben standen. Jeder, der
Made-in-Brazil-Spieler konnte sie eben da oben sehen. Und das war wahrscheinlich dann nicht der Move, der es dann hätte bringen können. Da wäre vielleicht so ein Flash-Move durch die Smokes, die sie da geworfen haben, viel effektiver gewesen. Aber da kann man nur spekulieren. Zerg hier, erster Versuch, ging vorbei. So, was habe ich denn jetzt hier für Legs? So, wir brauchen jetzt mal Magie, damit das hier nicht weiter ruckelt. Ich check kurz nochmal die Qualität, das passt. Und jetzt hier die Smoke, damit sie durch die AWPs durchkommen. Die Doppel-AWP war, denke ich, die richtige Antwort von Made in Brazil. Jetzt hier auch wieder der Kampf um die Mitte. Und hat Ethan das auf dem Schirm. Fallen, oh, er schießt vorbei. Da darf er nicht wegkommen. Der No-Scope geht ebenfalls daneben. Und Breeze, wunderbare Reaktion hier. Er bekommt den Follow-Up-Kill nicht, aber das war ein Mega-Flick auf KNG. Das heißt, beide AWPs ohne Kills down. Aber Fair und Mayan bekommen noch ihre Frags. 3 gegen 3, zu wenig HP für Fair bei diesem White Peak, den er da macht. Und jetzt arbeiten sich Zerg und Ethan auch noch die Rampe hoch. Aber Mayan geht den B-Spot durch. Das ist ein guter Backstep, den er hier gerade plant. Taco jetzt sogar am Seitengang nach vorne. Das ist das Risikoplay. Da geht der AWP-Schuss vorbei. Und er gibt nur einen Anschuss gegen Ethan. Der überlebt mit 10 HP, bekommt sofort die Arme, schaut nach hinten. Die Bombe ist inzwischen auf dem A-Spot angekommen und Mayan bekannt. Das heißt, jetzt kann man die Bombe sogar für das Nest legen. Braucht man gar nicht mehr, denn den letzten Frag, den macht Ethan. Wir gehen in eine 10:5 Halbzeitpause für die Evil Geniuses. Eine verdiente Führung, aber Made in Brazil hat gerade die letzten Runden nochmal ordentlich aufgedreht. Und das macht doch Bock auf mehr, auch wenn es hier auf Vertigo ist, auf diese zweite Halbzeit. Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder zurück. See
Ein wiedererwachtes Made in Brazil meldet sich hier zur zweiten Halbzeit zwischen Made in Brazil und den Evil Geniuses zurück. Hier die Stats von Breeze zur ersten Halbzeit. 13-9 Kill Death, eine 86er ADR und 2 Opening Kills bekommen. Also der hatte wirklich eine ganz, ganz starke Halbzeit. Willkommen zurück an euch alle da draußen. Den Chinski hier immer noch für euch am Mikrofon mit der Nachtschicht in der ESL Pro League. So nenne ich sie einfach mal, weil ich richtiger Allmann immer um 10 Uhr ins Bett gehe. So, die Evil Geniuses jetzt auf der CT-Seite. Wenn sie einen guten Start hinlegen, dann können sie es wahrscheinlich noch durchgrinden, um diese 16. Runde zu bekommen. Aber Made in Brazil steht auf der vermeintlich leichteren Seite in dieser zweiten Halbzeit. Boah, und die geben Vollgas instant den Seitengang rein. Sofort eine Flash hier in Richtung Nest. Auf Retake gespielt, so wie es aussieht. Und Ethan kassiert da durch die Kante noch einen Shot. Der muss jetzt richtig aufpassen. Vor allem, weil er noch eine Smoke hat. Sonst Stanislaw fängt an, fängt diesen Push in den CT-Elevator ab. Kommt da jetzt die Smokeball nach dem Plant, oder nicht? Zumindest steht Made in Brazil ultra nah am Nest dran. Kein schlechtes Setup, um den Retake von den Evil Geniuses aufzuhalten. Aber die haben noch irgendwas vor. Vor allem noch 2 Flashes an Stanislaw. Auch Ethan hat die Smoke jetzt ready. Und das haben sie sich wahrscheinlich... Oh, Smoke verworfen von Ethan. Bitter, bitter. Aber Fair dreht sich da gerade weg. Dachte wahrscheinlich, dass da eine Flash kommt. Mayan und Taco, die sammeln ja noch ein paar Frags. Ein schöner Doppelkill von Taco hinterher. Circle eine und den tippt er noch. Was eine Runde von Taco, der eben noch in der Halbzeitpause da als schlechtester Pistol-Round-Spieler gezeigt wurde. Zack, legt er da direkt einen Triple-Kill hin und sichert Made in Brazil Runde Nummer 6. Und ich denke, damit ist die Comeback-Phase für Made in Brazil auch schon eröffnet. Die Evil Geniuses gehen allerdings in den Force-Buy, kaufen 3 Deagles und 2 CZs und haben einige Smokes dabei. Das heißt, sie werden diese Runde wahrscheinlich ziemlich lang gestalten können. Und nehmen vor allem auch direkt den Türraum ein. Hier jetzt direkt runtergehen, ist aber wahrscheinlich die falsche Entscheidung, Tarek. Und die trifft er auch nicht, sondern zielt erstmal hier von oben ab. Er jiggelt das sogar nach unten und hat noch ein bisschen Backup durch Zerg. Aber so richtig nicht, also müsste Zerg schon tief reinziehen. Die Mitte inzwischen aber aufgegeben. Made in Brazil zu dritt hier unten an A und immer noch 2 Smokes im Gepäck bei den Evil Geniuses. Also Zerg wundert sich wahrscheinlich, dass hier niemand in der Mitte gegenarbeitet. So, KNG gibt das jetzt als letzter Spieler die Musik. Das ist jetzt ein A-Commitment und da muss Made in Brazil die ganze Zeit mit einem Backstabber rechnen. Und jetzt stellen sie KNG hier hinten ab, aber Tarek gibt das auch auf. Und jetzt müssen sie eigentlich eine knackige B-Rotation reinbringen. Und da kommt jetzt wahrscheinlich das Problem. Fixpunkt Smoke wäre, glaube ich, sogar ready. Die Smokeball kommt und da werden die Evil Geniuses nur schwer gegenarbeiten können. Kriegen sie jetzt bevor dem Bombenplant vielleicht noch 1-2 Kills. Sie towern das hier hinten. Der Versuch von Fair gelingt hier nicht. Headshot. Oh, da gehen sie durch die Smoke durch. Irgendwie kommt Stanislaw dann an die SG dran, aber dreht sich nicht schnell genug um. Zerg aber hier vom Boost noch mit einem Kill. Überzahlsituation für EG. Aber Fur macht das da super. Fallen, fiese kleine Ecke, kriegt noch einen zweiten Kill. Sie traden das ins 2 gegen 2 und jetzt fängt KNG an, seine Frags einzusammeln. Doppelkill durch die Galil zu Runde Nummer 7. Aber eine teure Runde für Made in Brazil. Nichtsdestotrotz, es war ein Force-Buy für die Evil Geniuses, der nicht aufgegangen ist. Werden also nochmal eine ganze Runde sparen müssen. Oder nochmal ein Force-Buy, was Made in Brazil dann schon auf Runde 8 und 9 bringen könnte, wenn das nicht funktioniert. Nein, sie spielen die Eco, haben hier 2 Flashes dabei. Hier wird ein Flash-Move in den Gang vorbereitet, wenn jetzt die Flash kommt. Aber da steht KNG schon vorne. Der muss durchdrücken, bekommt noch einen zweiten Kill. Gar nicht so einfach, diese Frags zu machen. Dann aber das Umschaltspiel auf A. Die Evil Geniuses sammeln die beiden Waffen ein. Da ist noch eine MAC-10. Und Bombe aber längst gelegt und jetzt kommt eben wieder der Retake. Aber warum es nicht versuchen? Nächste Runde kann man eh kaufen. Gut aufgepasst von Mayan. Direkt mal reingerumst ins Köpfchen von Stanislaw. Und geht Tarek da mit der MAC-10 einfach durch die Smoke? Erwartet sie zumindest einfach ab. So, und sie saven das. Ja, die MAC-10 zu saven, weiß ich, bin ich kein großer Fan von, um ehrlich zu sein. Aber Tarek hat ja auch schon sehr aggressiv die Mitte gespielt. So, gehen sie nochmal hin. Ja, Tarek riskiert's. Dritter Kill von Breeze dann in dieser Runde. Der boostet seine Stats dann weiterhin.
Müsste jetzt schon, glaube ich, auf 19 Kills sein oder so. 17. Alright. Aber trotzdem stark für 18 gespielte Runden. So, und hier eben sein zweiter Kill. Und der dritte. Und das macht vor allem die Runde für Made in Brazil wieder unheimlich teuer. So, beide, Taco und Mayan, sind die zwei schlechtesten geratedsten Spieler in der Pro League NA in dieser Season. Bisher. Das kann sich natürlich noch ändern. Gerade Taco, oh, schöner Frag von Zerg, der in der Pistol Round, der mit dem Triple Kill seine Stats gut geboostet hat, sind, der hat Bock und ist eigentlich auch ein sehr starker Spieler, denn Taco bei Team Liquid war für mich, saustark, hat das sehr gut ins Konzept gepasst. Hier wird Even weggeflasht. Ganz ehrlich, da fehlt so ein bisschen Deckung an der Rampe. Even nur getradet, aber dadurch, dass sie vorher den Frag durch Zerg bekommen haben, ist das immer noch ein Vorteil für die Evil Geniuses. Es bleibt dabei, dass der Execute overpowered ist. Das heißt, jetzt locken sie mit der Flash nochmal den Molotov in Richtung Seitengang raus. Und das ist der Moment, in dem man mit den, wo man mit den Smokes anfangen könnte. Da kommt die erste. Das heißt, jetzt sieht Zerg nichts mehr zum Seitengang, kriegt jetzt noch einen Molly ab. Boah, was drückt die Mayan bitte für ein Brett? Mayan mit den Eiern, Leute. KNG. Ja, oben auf der Kiste vielleicht auch wieder ein bisschen zu heftig. Aber Fallen legt dann doch noch los. Bombe wird gelegt. Schöner Frag da gegen CT Elevator. Mayan mit dem nächsten, Junge. Jetzt dreht er hier aber auf. Und er holt sich auch noch den dritten. Ja, moin. Mayan. Was für eine Runde von ihm. Ganz, ganz starke Shots. Vor allem gegen die AWP. Unglaublich krass geaimt. Und so Made in Brazil die vierte in Folge auf der T-Seite geliefert. Und das war die erste Buy-Round von den Evil Geniuses. Alle Waffen down. Da wird direkt die nächste Eco kommen müssen. Und da sehen wir es. Oh, Breeze hat noch genug Geld für eine M4 gehabt. Das sind wahrscheinlich die ganzen Frags, die er gemacht hat. Gerade in der Eco super viel Geld mitgenommen. Und ich hab's euch gesagt, schreibt Made in Brazil noch nicht ab. Das ist ein super Start hier in die zweite Halbzeit. Das war allerdings eine super HE von EG. So, jetzt muss Ethan aber mal ein bisschen aufhören hier. Komm, das war so der erste Respektschuss, der da durch die Smoke kam. Da muss er drauf reagieren. Und jetzt bereiten sie, glaube ich, einen Triple Kill an der Box vor. Brechen sie es nochmal ab. Das macht man sogar nur mit Zweien. Was ein geiler Winkel hier von den Evil Geniuses. Und Ethan bekommt sogar den Kill. Der Tower ist damit aber bekannt. Das brechen sie ab. Währenddessen geht Tarik down. Der hat wieder aggressiv den Leiterraum gespielt. Der Baseboard war gar nicht gedeckt in dieser Eco von den Evil Geniuses. Und Stanislaw hört die Steps in Richtung B. Das heißt, sie wissen, dass sie richtig rotieren. Aber Ethan kriegt sogar noch diesen Shot. Was macht der Junge bitte mit der Diegel? Jetzt bekommt Zerg auch noch einen. Die Unterzahlsituation für Made in Brazil. Und da ist noch einer am Off-Angle. Zerg darf es jetzt nicht übertreiben. Und das ist von Breeze an M4. Aber der macht gar keinen. Jetzt der Backstep hier von Stanislaw. Und fast sogar der Doppelkill für Zerg. Jetzt geht's ins 1 gegen 1 und Taco ist angeschossen. 25 Sekunden. Ich glaube, wenn er Gas gibt, könnte er sogar noch auf den A-Spot gehen. Jetzt der Plant. Und Stanislaw weiß, dass er da vorsichtig sein muss. Gerade an der Treppe hat die SG ihre Vorteile, wenn Taco da anzieht. Aber er ist sich jetzt nicht sicher, ob da sogar noch der Laufweg Richtung A kommt. Jetzt haben sie sich beide gesehen. Erster Chokepoint für Stanislaw überbrückt. Jetzt muss er hier durch den zweiten durch. Und Taco, jetzt im Reload. Den hat er noch durchgezogen. Das Ganze schön gejiggelt. Boah, da kriegt er dieses Brett von Stanislaw. Und aus der Eco heraus die erste Runde für die Evil Geniuses in Halbzeit Nummer 2. Und das reicht auch noch von der Zeit. 11 zu 9, kein Ausgleich also. Made in Brazil dürfte aber noch genug Geld haben, um nachzukaufen. Wobei, da bin ich mir nicht sicher. Da, und hier nochmal das Brett. Genießt es, Leute. Butz! Der war eigentlich schon hinter der Wand, ey. Also mehr Interp geht nicht, ganz ehrlich. So, hier sieht man es nochmal. Das ist die tiefe Rampe-Smoke.
das wird wahrscheinlich der Molotow sein. Nicht sogar eine HE. Also geht um direkten Schaden. Keine aggressive A-Rampe-Aktion. Gerade, glaube ich, mehr Fokus in die Mitte oder Richtung B gewesen. Jetzt ist auch Zerg mit der AWP an A wieder dabei. Die Evil Geniuses haben ja ein schönes Momentum bei dem Fight um die A-Rampe, finde ich. Sie spielen das eigentlich ganz gut um die Boostbox aus. So, der Seitengang Molotow. Der Bang ging nur knapp vorbei. Und da muss Even aufpassen. Deswegen gibt er immer nur ein, zwei Schüsse ab. Weil er, glaube ich, viel leichter gebankt werden kann. So, und Zerg muss rauslaufen. Ganz starker Molotow. Über 40 Schaden gemacht. Jetzt hat Fallen aber noch einen Hit kassiert. So, wo steht der eigentlich? Fallen mit an A. Gerade noch an den Sandsäcken. Wahrscheinlich eine HE oder eben ein guter Bang. Und der Off-Angle von Stannis Lobbern. Jetzt stehen sie halt wieder so, dass sie durch die Smoke Wall gepunished werden können. Und da fliegt jetzt nur die Flash hoch. Eigentlich müsste jetzt gleich die zweite Smoke kommen, weil so geben sie Zerg natürlich immer noch die Winkel. Haben jetzt die andere Smoke nochmal nachgeworfen, hätten noch eine bei KNG. Der steht aber noch in der Mitte. Jetzt geht Taco down. Guter Spray durch die Smoke, da gibt's aber auch noch ein paar Gegentreffer. 4 gegen 5, aber jetzt kann Made in Brazil die Zeit für sich spielen lassen. Immer noch zwei Smokes dabei und ich nehme mal an, dass EG jetzt wieder die Smoke Wall werfen möchte. Die erste hinten liegt. Die zweite fliegt jetzt rein, aber KNG's Backstep. Damit werden sie nicht rechnen. Das ist der Move, mit dem Made in Brazil für Chaos sorgen wird. Die Bombe wird jetzt schon mal undefused. Sogar durchdefused. KNG bekommt noch einen zweiten. Der Diffuser ist nicht mehr dran. Taric hier noch mit dem Backstep. Kriegt noch den zweiten durch die Smoke. Und der Diffuse. Reicht das noch? Das wird ultra knapp. Aber ich denke, das wird noch durchgehen. Und die Runde geht noch an EG. 12 zu 9. Ein Retake, an den sie selbst nicht mehr geglaubt haben, aber Taric mit dem zweiten Kill durch die Smoke. Und so kommt Evil Geniuses immer näher an die 15. Runde ran. Junge, das war heftigst knapp. Ja, stabil. Also die zwei Frags, das war sogar Stanislaw, der den letzten geholt hat. Und die hat schon geklickt, ey. Da habe ich die Luft angehalten. Ganz, ganz knappe Runde. Und hier jetzt die Eco, Force Buy von Made in Brazil, entschuldigt. Schnell die Rampo. Wow. Ultra krasse Reaktion hier von Ethan. Muss ich auch zurückziehen. Seine AE, da knüpft man sich fast Taco vor. Mollige Dodge und Ethan pre-fired das auch noch. Junge, der Typ ist on fire. Taco, kann er seinen Fehler aus der Anti-Eco eben wieder gut machen? KNG hilft ihm da noch aus. Die beiden Spieler jetzt also bekannt. Und Ethan steht jetzt oben auf der Kiste. Die Nate noch gedodged. Ist sie auf Nummer sicher gegangen und vorne runtergedroppt. Der B-Spot komplett offen. Und Taco bankt die Position. So geht Ethan down und das Ganze spielt sich hier in eine 2 gegen 2 Situation. Und jetzt sagt sich Stanislaw, das ist mir zu heiß. Ich gehe lieber jetzt auf den B-Spot. Taric sogar noch dazu. Taco geht hier late mit der Bombe hinterher und KNG sogar den Leiterraum hoch. Wo geht Taco jetzt lang? Taco geht, wenn ich es richtig sehe, ebenfalls in den Leiterraum, ja. Gehen sie jetzt nochmal über den Leiterraum Richtung A. Und währenddessen haben die Evil Geniuses den B-Spot komplett ausgeschlossen. Alles sehr, sehr leise hier. KNG geht sogar in die CD-Base rein. Die Frage ist, geht der Richtung A oder Richtung B? Und sie gehen in Richtung A. Der Move von EG ist sick. Sie wissen, dass es nicht B ist, außer es läuft halt über die Mitte Richtung, über die CD-Base in Richtung B. Und sie werden ein gutes Timing an der Rampe haben. Den Plant kann man jetzt aber natürlich in Richtung Nest durchziehen. Jetzt teilt sich EG nochmal auf. Einer zum Seitengang, einer an die Rampe. Der Step am Spot gehört. Und das Timing eigentlich ganz gut. Die Bombe wird gelegt, das können sie nicht mehr verhindern. Aber beide Frags fallen dann für die Evil Geniuses. Runde Nummer 13. Und wie sie sich da umlaufen haben, absolut sick. Absolut sick von EG. So, EG have 5 times as many flash assists than Made in Brazil, die anscheinend nur einen haben. Also 5-mal so viele flash assists bei den Evil Geniuses aktuell. Made in Brazil. Ah, sie forcen nochmal. Ah, die wissen natürlich auch, dass das Geld bei EG gerade
relativ knapp ist. Diesmal aber nicht schnell durch die Smoke gelaufen. Ethan, der immer stärker wird im Verlauf dieser zweiten Halbzeit. Ganz, ganz starke Runde eben auch von ihm. So, jetzt Delayed rein. Die zweite Rampe-Smoke von EG komplett gedodged. Ethan hier vorne muss aufpassen. Ah, das ist halt ein Left-Eye-Peak gewesen für Taco. Deswegen konnte er da nur durch die Kante die Headshot setzen. Er bekommt Ethan dann aber noch mit den Wallbangs. So, Zerg. Molly geht schon mal den Spot. Die Bombe wird aber an einer ungewöhnlichen Stelle gelegt. Allerdings eine sehr starke Position für die Rampedeckung. Der Refrag von Fair gegen Zerg. Guter Bank von ihm. Und auch nochmal eine Smoke in Richtung CT-Elevator. Jetzt weiß Made in Brazil, dass sie das Ganze vor den Kisten verteidigen müssen. Und ich glaube, sie wollen jetzt sogar noch einen Spieler hochboosten. Die Retake-Granaten fliegen raus. Und Fair macht den ersten Kill hier vorne. Geht dann noch rein, aber KNG steht dort ebenfalls. Und das ist dann eben zu stark. EG kommt nicht aus der Deckung der Nestposition heraus. Jetzt merkt EG nämlich auch, dass Made in Brazil das Ganze ein bisschen aktiver am A-Spot verteidigen möchte. Sich nicht auf diesen Kampf um die Rampe herum einlässt. Und ja, dementsprechend muss EG in den nächsten Runden darauf reagieren. Das heißt, ein Retake hinten aus dem Nest ist eher problematisch. Das heißt, sie müssen jetzt wahrscheinlich häufiger versuchen, einen Spieler lange um den Seitengang am Leben zu halten. Und das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe für die CT-Seite. So, Zerg. Ist auch eine Eco für EG jetzt. Das Game schaukelt sich hier langsam in die spannenden Runden. Wobei wir sehr viele spannende Runden schon hatten. Super ansehnliches Spiel hier. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Und das ist ein Rampe-Stack. Seht euch das mal an. Oh, genau da fliegt der Molly hin. Aber sie kassieren keinen Hit. Und jetzt gibt es nochmal eine Flash, mit der sie rumziehen. Sie machen zwar gut Schaden, aber alle Frags fallen für Made in Brazil. Und zwar drei an der Zahl. 5 gegen 2 Situation. Made in Brazil zieht das Tempo an. Taco müsste ja eigentlich ein bisschen warten. Aber hat den Winkel auf Stanislaw. Und jetzt ist es nur noch Breeze. Der kommt von unten, so wie es aussieht. Ist da durchgepusht an B oder in der Mitte. Und ja, wird wahrscheinlich hier auf einen Exit-Frag warten. Ist auf jeden Fall sehr vorsichtig hier beim Reingehen. Er muss damit rechnen, dass er hier abgezielt wird. Und um die Runde kann er so oder so nicht mehr spielen. So, und hier hat er jetzt den ersten Contact. Der Spieler close. Da müssen sie, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass die Low-HP-Spieler... Ja, gut, die HE reicht dann. Die Low-HP-Spieler überleben auch alle. Also eine flawless Round für Made in Brazil. Und die Evil Geniuses nehmen das zweite Timeout. Und jetzt nochmal überlegen. Bisher Made in Brazil, ungelogen, kein einziges Mal auf B. Zumindest nicht von Anfang an angespielt. Alles, was sie bisher auf B zustande gebracht haben, waren Plans in Runden, in denen sie an A abbrechen mussten. Flash Father Fallen has thrown the most flashbangs of the tournament with 1.02 thrown around. Also 1.02 Flashes pro Runde bei Fallen. Ich wette, die Statistik, also ich schmeiß bestimmt in meinen Games jede Runde alle beide Flashes raus, außer ich gehe halt früh down. Also die Statistik könnte ich bestimmt toppen. Aber gut, hier auf dem Niveau musst du natürlich auch ein bisschen mehr variieren, mal mit mehr Tempo spielen, deinen Spawn eher ausnutzen und so weiter und so fort. Mal auch eine HE mitnehmen und dann hast du eben auch nur eine Flash in der Runde. Das gehört dazu. So, das heißt, EG muss sich vor allem auf diesen A-Kampf besser einstellen. Seitengangspieler wird meiner Meinung nach deutlich wichtiger für die Evil Geniuses. Deswegen mollen sie da vorne auch hin, aber Made in Brazil hat in dieser Runde nur einen Spieler an der A-Rampe stehen, orientiert sich jetzt delayed in Richtung B. Das heißt, nach dieser taktischen Pause ein völlig anderer Aufbau von Made in Brazil gerade. Und Stanislaw bleibt close am Kran. Sie haben immer noch Ethan am Seitengang. So, Breeze jiggelt das da vorne, dürfte gleich den Contact haben. Und sie laufen einfach durch. Nee! Sie laufen einfach durch! Wie dreist sind die denn? Dann noch der Molotov ins Window oben rein. Stanislaw macht noch 2 Kills. Die Runde
noch heiß, aber sehr gute Afterplant-Situation für Made in Brazil. Und Stanislaw nimmt einfach nur die AWP mit. Das wird Runde Nummer 12 für die Brasilianer. Mit dem dreistesten Play, das ich mir hätte vorstellen können. Sie schleichen einfach komplett die Treppe hoch. Und ich glaube nicht, dass Breeze da irgendwas gehört hat. Da waren keine Steps, nichts, was das irgendwie hätte verraten. Und vielleicht gab es in dem Moment auch sehr viel Kommunikation im Voice. Und aber ich habe nicht, also ganz ehrlich, ich habe nichts wirklich gehört, dass das irgendwie verraten hätte. Mayan hier. Auch noch die, ja, SG weiter mitgenommen. Und das ist halt einfach ein sicker Call von Made in Brazil gewesen. Dass sie den B-Spot dann im Schleichen überlaufen. So, und hier der René, Masterplay. Der haut den, haut gerade den Raid raus. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Stream mit der ESL-Meisterschaft. Willkommen zur ESL Pro League, Leute. Die NA-Gruppe heute Abend mit Made in Brazil gegen die Evil Geniuses. Oh, Fur bekommt eine Doppelnade ab, die sich gewaschen hat. Jetzt steht Made in Brazil wieder mehr um den A-Spot herum aufgebaut. Wir sehen direkt die Umstellung. Zerg kümmert sich jetzt um den B-Spot. Das heißt, jetzt hat Made in Brazil die AWP vom A-Spot weggezogen. Keine zweite AWP bei den Evil Geniuses ist gerade am Start. Lassen Zerg jetzt hier unten stehen. Das ist kein schlechter Winkel, aber eventuell sind die Steps an der Leiter gehört worden und sie gehen nochmal komplett zurück. Es wirkt jetzt auch nicht wie das Play von eben, aber auch Made in Brazil hat nochmal auf drei Mann vor B umgestellt. Zweiter Molotow noch an die Treppe hinterher. Jetzt spielen die Evil Geniuses komplett auf Zeit. Lassen den A-Spot offen und gehen jetzt zur Mitte. Wo geht die Bombe jetzt hin? Bombe ist gepickt und läuft in Richtung A. Und jetzt nochmal eine Flash für Zerg und der sagt, Leute, vor B ist keiner. Und vielleicht ist das der Moment, in dem die Evil Geniuses wieder auf den A-Spot umstellen sollten. Das sieht aber eher nach einem Gamble aus. Also die Evil Geniuses, entweder sie kommen jetzt mit einem mega krassen Backstep oder sie rotieren jetzt noch rechtzeitig. Da sehen wir, wie Ethan sich hier schon mal vorarbeitet. Hat sich da eine fiese kleine Smoke geworfen. 20 Sekunden und spielt einen ultra fiesen Off-Angle aus. Bekommt den ersten hier for free, will dann direkt zurück. Sehr guter Positionswechsel. Geht dann aber noch durch den Bang Down und da stehen sie super fies. Was eine geile Smoke von den Evil Geniuses. Die Bombe ist jetzt aber am Spot wird gelegt. Zerg hier fast noch. Das war sogar ein Anschuss durch die Kiste. Der Support durch Breeze und Tarik ist jetzt da. Die haben aber nur noch eine Smoke bei Tarik. Und Taco zielt den Winkel hier vorne an. Verliert dann auch das Duell. Jetzt nur noch Mayan übrig, aber nur noch Mayan. Das ist sehr schlecht von ihm gesprochen, denn eigentlich ist er ziemlich stark. Hier reicht's aber nicht. Die 14. Runde für EG. Und wie geil haben sie bitte diese Smoke ausgespielt, Leute. Diese, also kleines Risiko, weil man von der Rampe den Laufweg in die Smoke noch abzielen kann. Aber das war wirklich ultra heftig gespielt von EG. Vor allem, dass sie nach Ethan noch einen zweiten Spieler in die Smoke vorne hinschicken. Und das war sehr viel Chaos beim Zugriff für Made in Brazil. So, EG hat jetzt eine sehr gute, wobei es ist noch einiges an Geld da bei Made in Brazil. Sie dürften auch die nächste nochmal nachkaufen können, wenn sie die verlieren. Aber EG greift jetzt natürlich nach der 15. So, Breeze hier mit den Standard-Jiggle-Peaks, um zu checken, ob da jemand hochkommt. Es gibt tatsächlich einen, ich glaube, einen Dreimann-Tower, mit dem man das bisschen countern kann. Hier guter Flash-Dodge an B. Und da bekommt Ethan seinen ersten. Ratet mal von wo? Direkt wieder vom Seitengang. So, die A-Rampe wird angespielt, aber ein guter Molotov. Sehr gutes Timing hier von Ethan. Der Molotov gegen ihn liegt allerdings ein bisschen länger. Und er haut direkt ab und muss natürlich direkt an den Kran dran. So, und hat der KNG da gespottet? Ich glaube schon, die Smoke oben kommt ein bisschen zu spät. KNG veraimt. Das sind die Kills, die man in solchen Runden machen muss. Fünf gegen drei.
und noch keine gelegte Bombe. 40 Sekunden. B-Spot jetzt auch wieder komplett aufgegeben, aber da wird Breeze nochmal zurückgeschickt. Tarik, der ist unten durch, der kann es eigentlich sagen, da muss Breeze nur die Mitte decken. Die Bombe wird jetzt wieder gelegt. Molotov kommt nicht an. Und jetzt hat sich Tarik verraten und der verdaddelt, geht down. Eine der größten Gefahren für die Evil Geniuses jetzt gebannt. Hätte Tarik, glaube ich, warten müssen, bis seine Mates den Retake starten, damit er dann eingreift. Hier kommt jetzt also die Smokewall vorne hin. Aber die Bombe, wie gesagt, sehr gut gelegt. Kann man eigentlich leicht pre-firen. 15 Sekunden haben die Evil Geniuses jetzt Zeit und Fallen bekommt schon den ersten. Bombe undefused. Fair hier oben. Sprayt da einmal durch. Mayan bekommt den Kill. Und da wird nochmal undefused und schaffen sie das eventuell. Und da ist die Munition leer. Glock noch rein. Und Fair gewinnt hier, glaube ich, die Runde. Jetzt wissen sie nicht mehr genau, wo er steht. Das ist die 13. für Made in Brazil. Und da sei es nochmal gesagt, der A-Retake einfach, das ist ein Lotterieschein, mehr nicht. Da hat mir das mit der Smoke-Aktion davor die Runde deutlich besser gefallen. So, wichtig, dass Fair hier auf die Glock geht und den Kill noch bekommt. Sie wussten nicht mal, von wo er das gemacht hat. Jetzt weiß Zerg, welche Pose da ausgespielt wurde. Und selbst wenn er den Frag noch macht, ist das kein Kill. So, hier wieder die Smoke oben hin, damit Even da nicht so viel machen kann. Die Eco für die Evil Geniuses. Guter Headshot noch von Zerg gegen Fair, aber es reicht nicht für den Kill. Und jetzt der Mitte-Zugriff. Da steht KNG ohne Deckung. Starker Shot von Breeze und Fair muss aufpassen. Geht auch noch down, also da sind theoretisch zwei Waffen. Jetzt hört man dann die Steps Richtung B. Stanislaw spielt einen Off-Angle aus, bekommt die Flash aber ab und ich werde den Clean Feed gleich nochmal neu laden. So, steht hier in der Smoke. Mayan. Da hat man einen Spieler. Oh, was für ein One-Tap von Breeze. So, achso, ist das kein Defuse? Entschuldigt, natürlich nicht der Kill. Nolini, das tut mir leid. Einfach mal kurz versprochen. So, Mayan. Geht auch noch down. Ey, wieder eine Eco, die hier an die Evil Geniuses geht. Kann Taco das von der Treppe überhaupt gut abzielen? Er mollet jetzt erstmal die Bombe. Oh, die könnte sogar für einen Kill reichen. Jetzt gehen sie nach vorne. Und das reicht nicht. Er hat... Da geht Even noch down. Er muss weg, er muss weg. Das ist echt noch die Runde für Made in Brazil. Weil Taco da den perfekten Molotov wirft. Die Evil Genius mit einer Runde, in der sie sehr viel mitnehmen können. Sehr viel Kohle aufbauen. So, und ich gehe kurz während der Freeze Time auf den, genau, auf die Kamera. Lade das kurz neu und jetzt sollte der Sound auch wieder ein bisschen besser sein. Wie gesagt, ich kann es nicht immer zu 100% kontrollieren. Wir gehen in Runde Nummer 29 und wir werden safe über die volle Distanz gehen. Fallen. Zielt da direkt den B-Spot an. An A wieder nur einer und drei Leute vor B. Da sind, glaube ich, auch schon Flashes von KNG ready. So, Taco hat da einen Hit kassiert. Muss sich an A jetzt zurückziehen. Muss vor allem aufpassen, weil die Evil Geniuses da gerne HEs reingehauen haben. Und Breeze wieder nur am Jiggeln. Das Schlimmste für die Ts ist im Endeffekt die Entry Smoke da vorne, wenn der Go gestartet wird. Und ich glaube, Made in Brazil bricht das jetzt an B ab. A ist dann doch deutlich einfacher als der B-Spot. Hier schon mal eine Regression-Flash für Breeze ready. Und Even kommt runter, hat den Contact. Er muss jetzt abhauen. Da geht der Schuss von Zerg vorbei. Für Even gab's da nichts mehr. Schöner Flash-Versuch, aber ganz starkes Brett von KNG. Stanislaw mit dem Messer in der Hand, da noch gecatcht worden. Jetzt sogar down. Oh, und Fallen mit dem zweiten. Jetzt übernimmt er die AWP. Und der Wechsel hat wirklich gut getan. KNG mit 2 an der SG. Fallen mit 2 an der Ave und Made in Brazil mit der 15. Runde und ganz wenig Geld, wobei da ist ein bisschen übertrieben, vor allem bei Breeze wenig Geld, bei Even wenig Geld, dadurch, dass Tarik, Zerg und Stanislaw in der letzten Runde, so, gerade nochmal die Qualität ein bisschen hochschrauben, Waffen mitgenommen haben, haben sie tatsächlich noch so viel Geld, dass sie in der nächsten ganz gut kaufen können dürften bei den Evil Geniuses. Gerade mit der gesaveten SG bei Breeze. Ja, ist vielleicht noch was möglich. Was ich gerade nicht sehen kann, ist, wie der Loser-Bonus steht. Ich glaube, der ist gut genug. Ja, da sehen wir es. $5.000 bis $6.000. Zerg könnte sogar auf eine AWP gehen.
Und Made in Brazil könnte den eigenen Map-Pick sogar gewinnen. Aber hier kommt nochmal eine taktische Pause von EG und wir könnten tatsächlich auch in eine Overtime gehen. Und Made in Brazil have only won a single pistol round on the CD side, 1 of 6 before this series. Also, hatten sie die CT, sie hatten die Pistol Round, eine Pistol Round gewonnen. Tacos Triple Kill auf jeden Fall. In der zweiten Halbzeit. Hat gut getan, ja. Und da steht's auch oben, Leute. Matchpoint für Made in Brazil auf Map Numero 1. Numero 1. Und die Evil Geniuses zumindest nochmal mit einem sehr, also mit einem guten Buy, ne? Also kann man jetzt nicht meckern. Klar, fehlt eine Smoke bei Tarik, aber sie spielen ja jetzt auch die Doppel-AWP. Ganz bewusst hier auf die Smoke verzichtet. Und Tarik nutzt den Topspawn, wird wahrscheinlich auch direkt mal runterzielen. Nur defensives B abzielen von Made in Brazil. Geht Ethan hier vielleicht direkt runter. Und da wird er gesehen. Kleine Lücke an der Smoke, Ethan instant down. Zerg, will er da nochmal rein? Gerade gegen die SG pieken. Ist gefährlich, aber er gewinnt das Duell. Kassiert dabei aber einen Hit. One for one. Zerg gibt die Posi auf, lässt Stanislaw hier seine Info-Jumps machen. Und der kriegt es jetzt eh mit durch die Flash, dass da vor A noch mehr steht als der eine Spieler, den sie geholt haben. Und Fair, ich glaube, sie haben die Steps gehört. Kann sein, dass das einfach riskiert. Wartet jetzt hier sogar nochmal auf einen Push. Währenddessen baut Stanislaw nochmal die Rampe-Smoke auf. Und die haben sie, glaube ich, verworfen. Und dann wird der B-Spieler geholt. Da machen sie bei Made in Brazil direkt ein Umschaltspiel draus. Mayan wird wahrscheinlich zu den Generatoren durchlaufen. Kann Tarik da abfangen. Erstmal kommt die Flash. Ja, Tarik geht down. 4 gegen 2. Mayan fängt noch den nächsten ab, springt da durch. Er wird zwar noch von Zerg geholt. Der muss auf die SG wechseln. Ich dachte gerade, der fällt sogar runter. Wenn die Made in Brazil jetzt keinen Fehler macht, dann ist es die 16. Runde für Made in Brazil. Und damit gehen sie mit 1:0 in Führung nach einer schwachen ersten Halbzeit, wo sie sehr, sehr spät aufgewacht sind. Gewinnen sie diese Map also schlussendlich.